wunderschönen Hakuna, meine Tatas. Geil, dass ihr wieder einschaltet. Heute wieder zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. Gemeinsam mit Deko und Nugi. Der Einzige verschwunden ist, Digga. Wo ist er? Hey, der lag doch hier in diesem komischen Zelt drin. Astraba, hallo, Muchachos. Ein wunderschönen guten Rice. Hä, hat Nugi nicht hier im Zelt geschlafen eigentlich? Wo ist er denn hin, Alter? Deko. Wurde er entführt? Ja. Guck mal. Was denn? Guck mal, er brennt. Ah, schade, ey. Ich könnte ihn zu Knochen verarbeiten. Doch, versuch den hier auch mal. Oh! Stimmt sie einfach immer wieder? Wobei, der ist auch wieder ausgegangen. Aber ich glaube, das brennt nicht, oder? Leider nicht. Kuss geht erstmal raus. Für eure Kommentare. Wir geiern jetzt erstmal richtig geil rein in. Trommelwirbel. Tanz auf the Forest. In die nächste Höhle, Bunker. Ich mache jetzt erstmal zwei Geldbeutel auf, die ich noch habe. Ich hab einfach komplett. Ah ja, da ist es wieder. Ich brauch Klebeband, Alter. Ich hab noch zwei Klebebände. Digga, ich hab nur noch einen. Wir zwei Klebebund. Okay, jetzt kann ich immer wieder eine Knochenrüstung craften. Ich will die ganzen Seile. Weißt du, Seile sind immer knapp, Alter. Ich kann ja keine craften, weil ich nicht genug Knochen habe. Seile sind immer knapp und dann kann man sie nicht mitnehmen. So, eine KG. Ja, ich glaube, Nugi ist wieder zurückgegangen in sein Dorf. Keine Ahnung, da wollten wir ja demnächst auch nochmal besuchen. Übrigens haben wir immer noch nicht herausgefunden, wo Süden, Norden, Westen, Osten ist. Leider sind wir noch nicht so weit. Allerdings kann ich mir gut vorstellen. Und hier sind übrigens Knochen, Deko. Ich habe jetzt keinen Knochen hier ausgegraben, wenn du den haben möchtest. Knochen brauche ich. Gönn dir. Also ein Knochen ist da. Einer reicht. Ich denke mal, es gibt immer bei allen Karten gibt es die gleiche Ausrichtung. Hier ist kein Knochen. Hier liegt er bei mir. Dann nehme ich den. So. Knochen collected. Dieser Lügner, ey. Knochen collected. Aber ja, ich denke mal, dass ich dadurch weiß, wo Norden, Süden, Westen, Osten ist. Deswegen Kuss geht raus an alle kleine Rätselchen da draußen. Das erste haben wir schon gelöst, ne? Das war richtig geil. In der letzten Folge. Schaufel mal schneller hier, Junge. Ja, Digga, Rätsel haben wir. Arschlang. Ah, Bunker. Nice, wir haben ja alle Karten eigentlich, ne? Also, es kann uns nichts aufhalten. Digga, geil, ey. Dann Marvin hat komplett keine Schusswaffen mehr. Ich habe, doch, die Pumpe habe ich doch noch, ja. Nee. Nein, die Pumpe habe ich auch. Hä, die Pumpe habe ich noch in der Hand, guck mal. Hallo. Hä? Die hast du doch der Olden gegeben. Dachte ich auch. Hat nicht die auch die Pumpe in der Hand? Nee, habe ich noch nicht gegeben, aber stimmt, könnte ich ihr mal geben. Und... Hä, wenn wir jetzt hier runtergehen? Bald doch. Ja, nee, das passt schon. Ich kann sie mir wieder angeiern. Das Ding ist ja... Wir arbeiten ja, richtiger Klacko. Das Ding ist ja... Fertig. Ich kann ja wieder die Shotgun finden und die Pistole. Aber jetzt muss ich erstmal... Die Armbrust auf 4, okay, ist gut. Das muss ich mir merken. Und Medikamente auf... Boah, mach ich mal auf... 4. 0. Und dann kann ich sagen... Okay, let's go. Nee, so einfach hinkommt. Du gehst direkt runter, ich wollte erstmal... Ich bin schon unten, Junge! Okay. Was erwartet uns dort, Muchachos? Hallo. Also erstmal muss ich aber, ne, wir sind ja gerade erst aufgestanden. Ich esse jetzt mal was zu essen und trinke was zu trinken. Mhm. Yeah, Essen was? Gegessen habe ich. Dann werde ich einen schönen Energy Drink hier. Und ein Schlückchen aus meiner Trinkflasche. Oh, stimmt. Habe ich noch was in meiner Trinkflasche? Oh yeah. Ein ganz bisschen habe ich noch drin. Trinkflasche getrinkt. Okay, ich bin ready to go. Okay, danke schön. Ja, nee, wir nehmen schon direkt die Achse in Hand. Ich höre hier irgendwie Gas austreten. Ah nee, es ist nur hier die Heizung. Oh, Klebeband! Klebeband! Warum ist das hier so alles nass? Ja, ich find's auch merkwürdig. Hallo. Einmal bitte, die Taschenlampe würde ich gerne mal wieder ausrüsten, ist schon etwas länger her. Hallo, ich bin der Axtmörder. Waren wir hier nicht schon? Also es war unter ungefähr 6000 Kilogramm Erde. Sah das hier nicht genauso aus? Vielleicht sind das ja so Ikea-Wohnungen, weißt du, die sehen einfach immer alle gleich aus. Also möglich wäre das auf jeden Fall. Alles abchecken, ne, falls hier noch irgendwas ist. Ja. Einen Drucker haben wir hier wieder. Boah, wollen wir uns irgendwas drucken? Eine Trinkflasche? Nö, Maske, Enterhaken? Vielleicht. Ach komm, was soll's, Digga? Ich mach mir einen Enterhaken. Enterhaken? Was ist Enterhaken? Schalldämpfer. Ich hab einen Schalldämpfer collected, Digga! Was? Oh, shit, boah, hier. Geil, ey. Aber ich hab leider keine Pistole mehr. Also wenn da jetzt wieder gleich das Badezimmer ist, dann ist das so eine Ikea-Wohnung, weißt du, die überall gleich aussieht. Ist schon Ikea-Wohnungsmäßig. Aber, oh, hier ist auch was. Oh, ein Kompositbogen! Oh! Alter, geil, ey! Warte, den tausche ich direkt ein. Scheiß auf diesen komischen Holzbogen, den ich beim Pfadfindertum zusammengesammelt habe. Wir nehmen den, Jürgen, ey. Let's go. Aber. Egal, den nehme ich auch, ey.
Der sieht nicht so gesund aus, der Typ. Ist hier noch irgendwas? Zack. Digga, geil, ey. Und damit muss man jetzt doch bestimmt nicht mehr so krass nach oben halten, oder? Test es auch mal. Boah, ich sehe ja gar nichts hier. Schon dunkel. Ja. Aber wir haben Medikamente hier, vielleicht können wir ihn retten. Los, nimm was! Vielleicht schläft er nur, ne? Hier. Hier, für dich. Ey, guck ihn mal seitlich an, guck ihn mal bitte seitlich an. Hat er bei dir auch so ein plattes Gesicht? LOL. Ist der draufgetreten oder ich so? Ich glaube, der lebt nicht oder, mehr. Oh, nee, das hat einer abgebissen, oder? Abgebissen? Das sieht aus, als hätte ich das Gesicht abgebissen. Okay. Sind so Bisskanten drin, oder nicht? Stimmt! Also der hat gar kein Gesicht mehr, ne? Der hat nur noch den Hinterkopf. Ja gut. Dann würde ich sagen... Hat den Hinterkopf Vorderkopf weggelackt und hat ihm dann den Hinterkopf drangelassen. Klingt auf jeden Fall aber lecker. Nur das. Enter. Was war denn jetzt ein Enterhaken? Das sind diese Seilrutschen-Dinger. Ach so, da bin ich full. Echt? Wie viel hast du davon? Ich habe 7. Ich habe 10. Oh, dann nehm ich diese beiden noch und dann bin ich glücklich. Okay, ich will nur noch Pfeile craften. Wie viele Pfeile habe ich noch für den Kompositbogen, Lachs? Ich habe noch 12. Ich glaube, ja, ich war da schon Max. Ich glaube, ich war da schon komplett Oh, Max. Oder vielleicht Mesh? Also für... Ich habe 17 3D-Pfeile. Für die Rüstung, aber... Nee, Digga, die Rüstung war schon ein bisschen unnötig, ja. Die war schon richtig Käse, ja. 17 3D-Pfeile hast du? Ja, ja. Digga, guck mal, die Soßen hier! Also ich wollte schon sagen, ich habe das immer für Dings hier genommen, hier, für Alkohol. Aber ist doch Alkohol. Wir haben hier Erdbeer-Limes, wir haben hier ein bisschen Wodka, wir haben Whisky und wir haben Batida de Coco! Batida de Coco! Digga, der gute alte Erdbeer-Limes, der war früher auf jeder Party dabei. Ich hab ihn gehasst wie die Pest. Digga, richtig widerliches Zeug, richtig ja. Ekelhafter, süßer Fick-Scheiße. Mmh. Okay, ich mache nochmal Pfeile. Ja, ja, ich arbeite und dann, auch derzeit dann hier. Kann's, oh! Ah! LOL, ich wollte Feuer machen! LOL, der springt gleich in an! Wie geil! Ey, das ist cool, Alter. Das ist richtig cool. Habe ich nicht mit gerechnet, aber das Feuer bleibt an. Kann ich da auch irgendwie Fleisch drauf schmeißen? Ich sehe nichts, Marvin. Raw Fleisch. Getting cold in the rain. Biu, biu, biu. Der ganze Rest ist cooked. Ich gönn mir erstmal einen Fisch, ne? Aber das ist geil, dass hier eiskalt der Sprinkler angeht. Das war's schon? Oh, schade. Scheinbar, ne? Ja, das ist richtig schade, Alter. Im letzten Bunker war doch einfach übertrieben viel, ey. Aber wir haben den Kompositbogen, Brody. Das ist schon mal ziemlich sexy. Cool. Aber ich hätte auch gerne noch ein bisschen größeres Areal erkundet und so ein bisschen Mutanten abgemetzelt mit unserem neuen Kompositbogen und so. Ja, gerade, warte mal. Ich find's auch gerade komisch, weil wir hier keinen Slot hatten für die Karte. Was da los? Brody. Aber zumindest haben wir jetzt den Kompositbogen, auf den waren wir schon die ganze Zeit geil. Let's go. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Gut. Ich hab gedacht, die Armbrust war schon das... Oh! Oh! Für die Party! Alter! I like Pina Colada! Ja und? Alter! Du! Double Headshotted! Portemonnaie? Warte mal, hast du den Kopf weggeschossen? Hallo! Wer war das hier? Beruhig dich doch mal. Aua! Oh. Alter, wer war das denn? Das war unsere Lady. Yo! Ey, hola chica! Wartet, ich würde mir nochmal eben die Waffe nehmen. Yo, Alter! Die ist aber ganz schön eiskalt hier, die Dame. Ich habe 3 Portemonnaies gefunden hier. Ja, dann mache ich auch mal kurz das auf, ja? Ich habe jetzt... Ach nee, ich habe erst einen Lederbeutel. Man kann ja 5 mitnehmen, ne? Wollen wir kurz verbrennen? Ich schau mal kurz, wie viel Rüstung ich habe. Ja, könnten wir machen. Wobei, ich habe 10 Rüstungen, ich brauche nichts. Aber wenn du was haben willst, dann können wir es noch eben machen. Ich könnte was gebrauchen, aber... Ja, es geht auch ohne. Ja, schade. Ich habe also leider gerade 2 Pfeile verschossen. Ja, ich hab auch ein bisschen was weggeballert. Aber gut, der Nugi, vielleicht hat er sich den Bogen geschnappt und ist dann schon abgehauen, ne? Was hat er geklaut? Vielleicht haben die ihn mitgenommen. Die Mutanten oder was? Wir kamen hier gerade hoch, 12 Leute warten hier schon auf uns. Vielleicht hat Nugi denen irgendwie gesagt, dass wir hier in den Bunker runter wollen. Also ich vertraue Nugi auch noch nicht zu 100%. Der kann nicht überlebt haben die ganze Zeit. Der miese Klacko, ey. Sagt ihr, am Ende arbeitet er mit den ganzen Mutanten hier zusammen. Wobei, es sind ja keine Mutanten. Das sind ja eigentlich nur ganz normale Dorfbewohner. Die Mutanten sind in den Höhlen unterwegs. Die sind eigentlich was ist das ganz für ein komischer Schleim hier eigentlich? Ist das Schleim oder Eis? Eis? Wie kommst du denn auf Eis? Ach so.
Oder das ist dieses komische abgesahnte Zeug, was dieser Fingermutant da losbringt. Ich hoffe nicht, ich war gerade sehr nah dran. Gut, ich schau mal kurz auf die Karte. Wir sind jetzt übrigens gerade, wenn ich hier mal kurz die X-Achse koordiniere, wir sind immer noch im Südwesten, niemals ohne Seife waschen, ja. Und wir haben ja mehrere Kommentare wieder bekommen. Wer weiß, dass das Südwesten ist? Wie ich anfangs erwähnt hatte, werden alle Karten, so wie ich gerade schaue, werden so dargestellt, dass wir gerade im Südwesten sind. Also suchst du auf deiner Suchplattform nach einer Forest-Karte, sind die alle so aus... Ja, sind die so alle trianguliert, weißt du? Ah, du hast geschummelt, okay, sag das doch. Ich hab hier einfach mit dem... Wir haben doch hier so ein Navigationsgerät, damit habe ich so ein bisschen in Google Maps rumgespielt, weißt du? Hallo, Google Maps gibt's hier nicht. Natürlich! Geschummelt. Auf jeden Fall Day 25 haben wir und... Weißt du jetzt, wie das Palisadentor... Oh, lol. Dankeschön für den Fisch. Wie das Palisadentor klar gemacht wird. Er ist schlecht geweckt, wie gesagt, Klackhole. Nee. Also. Okay. Eigentlich ja, aber nee. Wie denn? Okay. Nee, hatte nur jemand geschrieben, falls wir Interesse haben. Übrigens hat auch jemand geschrieben. Ja, wer hat mich hier gerade geschlagen? Ach nee, der bringt uns gerade Stöcker, der Typ. Deswegen. Jemand hat geschrieben, der TV Tavi. Ich habe gerade drei Folgen lang Random-Typen bei einem Baseball zugeschaut. Was läuft falsch mit meinem Leben? Kuss geht raus! Aber ja, deswegen haben wir ja nochmal so eine kleine Erkundungstour gemacht. Was? Drei Typen bei einem Baseball zugeschaut? Ach, Digga. Hast du gerade gesagt, Leute? Beim Baseball! Baseball! Ach, Baseball! Ich hab Baseball verstanden. Also, alle Höhlen haben wir abgecheckt, nur die ganzen grün gepunkteten Dinger nicht. Und ich glaube, wir hatten irgendwo ganz im Norden... Boah, also wenn du willst, können wir den nächsten gleich... Oh ja, wir könnten sogar den nächsten abgehen, denn hier steht... es gibt also erstmal von Jones Hate, sind wir schon mal durchgegangen, aber für dich nochmal, Deko. Beschütz mich mal eben, solange ich das hier vorlese. Ja. Der hat nämlich geschrieben, es gibt eine Insel weit im Südosten. Wir sind gerade im Südwesten, das heißt, wir müssen nur einmal rübergehen. Digga, die flext aber auch ganz schön. Nördlich von ihr, so gebe ich zum Besten ein weiteres Eiland mit Brücke zum Land. In der Mitte ein See. Einst ich dort stand, ich hatte zwei Häuser, ich verrate euch die Route. Vom See Richtung Norden, so kommt es euch zugute. In Richtung der Stelle, an der sich drei Flüsse küssen, findet ihr mein Grab und das meiner Süßen. Also wir müssen jetzt eigentlich nur noch in Richtung Osten gehen und dann wären wir im Südosten. Wollen wir das mal einfach mal machen, hier nächste Schatzgräberjagd? Ja, wenn das irgendwas bringt. Also da soll wieder ein weiterer Schatz sein, ne? Was heißt bringen, ne? Also da ist irgendwas. Ich würde sagen, dem Schatz jagt ihm begund. Eigentlich müssen wir hier so am Strand lang. Wollen wir einfach mal hier so ein bisschen am Strand lang gehen? Let's go. Vielleicht haben wir da noch irgendwie was. Deko? Hä? Was für gehen? 3, 2. Hast du wieder Schritt los? 1 und hallo, Brudi! Geht das gut? Okay, ich auch. Oh nein, ich bin hier gegen so einen Baum geknallt. Weiter. Wir gehen weiter nach unten, Brudi. 3, 2, 1 und... Hua. Rutsch doch, Bruder, rutsch doch. Oh. Ich bin so schnell unterwegs. Alter, ja, wie schnell man ist. Digga, wenn du die ganze Zeit links, rechts drückst. Links, 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 rechts, links, rechts. Nein, ich bin vor einem Baum. Alter, ja, Alter! Ab ins Wasser, Digga, ab ins Wasser! Das ist ja eine richtige Beschleunigungstechnik hier, ey. Ab ins Wasser, oh. Oh mein Gott, den Fluss rein! Okay, jetzt will ich dir mal kurz zuschauen, wo du bist eigentlich. Warte mal, wo? Sehe ich dich gerade? Hallo? Digga, du bist ja noch am Ende der Zeit da hinten! Beweg deinen Po mal her! Ich bin gerade irgendwo. Ich baller die ganze Zeit vor irgendwelche Bäume davor. Ja, das war auch mein Problem. Aber man ist ja, ey, man ist ja sehr viel schneller damit. Super nice, super geil. Also, wenn man hier runterrutscht, okay, wenn das Wasser zu tief wird, kann ich nicht weiter Schlitten fahren. Ich versuche mal die linke Seite hier lang zu brezeln. Rudi! Okay, wieder ins Wasser, das ist jetzt nicht so smart. Nein, lass mich aus dem Wasser raus! Aber man kann jetzt hänge ich im Wasser vor dem Stein, Junge! Hä, du kannst springen? Also, ich könnte gerade irgendwie springen, ja. Huh! Digga, ja, ice cold, Alter! Huh! Es geht! Huh! Das ist ja geil, ey. Also kann man zumindest über irgendwelche Steine rüberspringen. Ja, wenn er springen würde, ja.
Das hat noch nicht. Wenn ich im Wasser bin, springt er nicht. Das hat noch nicht ganz so gut funktioniert, ja. Huah. Nein, nein, weiter, weiter. Ey, also. Digga, der Schlitten ist aber ein festes Fortbewegungsmittel, ne? Ja, hier am Rand lang. Oh, ja, ja. Huah. Huah, huah. Schneller, Brudi. Also, du musst mal langsam zu mir kommen, ne? Ich bin hier schon ordentlich unterwegs. Guck mal nach hinten. Also nach vorne oder nach hinten? Nach hinten vorne. Oh, hi! Hello! Dann hier nochmal. Kra! Kra! Alter, gerade wenn du so links und rechts spammst, gehst du richtig in den Turbo-Modus. Das wusste ich vorher noch nicht. Ich auch nicht. Ist das so übertrieben fast ist dann? Cool. Aber da beschleunigt man gut. Man kann so ein bisschen lenken zumindest. Ja, so ein bisschen Dingen ausweichen, die im Weg stehen. Ja, so ein ganz bisschen, ja. Aber die ganzen Steine nerven schon hier im Wasser. Ja. Ja, jetzt hänge ich auch wieder vor einem, Alter. Ja, ist das so richtig, wo wir jetzt gerade... Also müssen wir da ganz unten? Also, das geht jetzt Richtung Süden. Und wir müssen ja in den Südosten. Also ja. Okay. Okay. Und die... ja, der... Ja, er holt mich! Der Weg ist ja eigentlich ganz cool. Ja. 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 Hallo. Hallo. Jo, haben wir gut gemacht. Ja, hallo, steig doch aus. Okay. So. Also, wir haben ja immer noch nicht gefunden die neuesten Dinge. 1 Fernglas, 2 Stimmt, Fernglas keine Ahnung, was neu war. Auf unsere Rechten. Vor uns laufen ein paar Typen. Ja, aber es sieht so gerade echt so aus, als wären das nur so Beine, die sich bewegen. Ja, habe ich auch. Willst du mal den Schalldämpfer ausprobieren? Oh, ja. Piu, 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 piu. Oh, die kommen direkt auf uns zu. Die kommen direkt auf uns zu. Warte mal. Warte, ich baue gerade dran. Ich drehe, ich schraube. Er ist dran. Auf welcher Nummer habe ich die Waffe? Ich habe die nicht auf einer Nummer. Ja, dann bringe ich sie so. Ich packe ihn einfach so aus. Ja, die hängen jetzt hier in den Bäumen. Also 4 Stück insgesamt. Alter. So. Okay, also das ist immer noch ziemlich laut. Ja? Oh! Ich höre das gar nicht mehr. Alter Schwede! Ja, du schießt ihn da runter! Natürlich, Junge, Alter. Meisterschütze! Ich würde sagen, zurück ins Meer mit denen, oder? Zurück ins Meer, zurück ins Meer. Bleibt einfach. So. Einfach so fußhohes Wasser zurück ins Meer mit euch. Fliegt! Fliegt, meine Wildenten! Fliegt! Ich glaube, ich sehe jetzt schon diese ganze Inselstruktur. Wir laufen direkt drauf zu. Und wenn wir da sind, müssen wir das nochmal genauer angehen. Also er hat ja geschrieben... Das Rätsel, meinst du? Es gibt eine Insel weit im Südosten. Also eine Insel ist gut, das sind eigentlich mehrere. Oh, und das Gute ist, Deko, wir haben da wieder einen Punkt. Oh, Checo Chico. Punkt ist lecker. Und der nächste, nördlich von ihr, so gebe ich zum Besten. Okay, also dann müssen wir uns wahrscheinlich die nördlichste Insel von denen anschauen. Und dann... Wo immer Norden ist, aber ja. Ja, weiß ich. Also wir sind ja gerade ganz im Süden. Das dürfst du jetzt hier eigentlich auch irgendwie anrechnen können. Oh, guck mal, wir haben Kajaks hier, Brudi. Und wir haben Flares. Ist hier irgendwas? Irgendwas Neues? Irgendwas Geiles? Kajak? Energy haben wir auf jeden Fall. Energy. Aber sonst... Oh, hier ist eine Seegurke. Sieht einfach so aus wie so ein Penis, der aus dem Sand rausguckt. Guck mal, von hier aus. Ich hab da gerade drauf gehauen. Bei mir ist da nichts. Guck mal, von hier aus. Achso. Ja, der ist bei mir nicht. Ah, Digga, er macht einfach den Ausblick hier kaputt. Oh, Deko, wollen wir es ein bisschen so romantisch machen? So ein bisschen Champagner? Ein bisschen Chardonnay? Hallo? Ist Chardonnay Champagner oder ist es Wein? Chardonnay ist, eine Weinrebe. Hallo? Oh, da kommt hier der Kenner durch, ey. Der Garçon, hallo, ja, Chardonnay. Ich weiß nicht, dass das eine Weinrebe ist, ey. Chardonnay ist bekannt für seine gute Erde, ja, vitalisierende Erde. Wir haben hier von Erik, ja, vom Eric. Ich lese dir den Scheiß einfach mal vor, ja? Die großen Schildkröten geben einen Panzer. Deko hat eine kleine geerntet. Übrigens könnt ihr den Schildkrötenpanzer auch als Schild verwenden und er macht sehr geringen Schaden. Wir wissen noch nicht, ob das so ist. Dieses, er denkt sich auch, die denken sich immer so extra Zeug dazu aus, ne? Ja, am Anfang ist so gedacht so, nee, auf keinen Fall. Aber dann meint er so, ja, Deko hat eine kleine Schildkröte gemacht, so, den Schildkrötenpanzer könnt ihr auch als Schild benutzen. Das ist alles so extra Information. Na, man weiß es nicht, ne? Am Ende, da denkt man sich dann wieder nicht. So, Junge. Woran hat's gelegen am Ende, ne? Woran hat's gelegen? Ja, wo sind jetzt hier Inseln, Alter?
Guck mal auf die Karte, Bro. Ja! Ja, wir sind ja, doch Junge! Da. Also ich denke mal, das sind die, oder? Also ich hätte es gedacht. Warte mal. Da steht ja, ja im Norden, ja? Also nördlich von ihr, also so gebe ich zum Besten, da ist ja so eine Landzunge, ne? Ein weiteres Eiland mit Brücke zum Land. Genau, das ist die Brücke zum Land. Das dürfte. Und die mit dem See in der Mitte, ne? Genau. In der Mitte ein See, eins ich dort stand. Boah, das passt sogar. Geil, okay. Ich ja, hatte zwei weiter. Häuser, ich verrate euch die Route. Von dem See Richtung Norden. Er hat Route gesagt. So kommt euch zugute. In Richtung der Stelle, an der sich drei Flüsse küssen. Da oben! Noch weiter im Norden. Alter, okay, ist noch weiter im Norden. Findet ihr mein Grab und das meiner Süßen. Okay. Gefunden habe ich's. Ja, also wir müssen nicht auf die Insel, es geht gar nicht um die Insel. Es geht gar nicht um die Insel, das war nur so, so ein Pinnenmarker, weißt du? Ein gutes Wehen gelaufen sind. Ja, finde ich auch ziemlich geil. Aber wir können jetzt als nächstes zu diesem grünen Punkt laufen, weißt du? Ja, aber wo küssen sich denn da drei Flüsse? Musst du mal ganz genau schauen. So. Eigentlich über dem grünen Punkt, weißt du? Wenn du diesen grünen Punkt beim See hast, noch ja, weiter Richtung Norden und weiter rechts Richtung Meer. Ah, okay, genau. Wenn ich meine Karte richtig drehe, dann komme ich da vielleicht gerade eben so hin mit der Reichweite. Yeah, yeah, baby. Ah, ich weiß wieder, was wir auch noch sammeln müssen. The Gleiter. The Gleiter. Oh, stimmt, das war das zweite, der Gleiter. Der Hängegleiter, aber wo ist der kleine Jürgen, ey? Den stimmt, Es gab ihn nicht beim Drucker. Ich hatte ja gedacht, das wäre so ein Drucker-Item. Müssen wieder der irgendwo geiern. Der sieht auch sehr kohlefasermäßig aus, der Gleiter. Aber er war es nicht. Er war nicht druckermäßig, nein. Ja, wollen wir dann mal auf die Insel ballern und da mal kurz schauen, ob da irgendwas ist? Wenn wir schon mal hier sind, Brudi, dann lass uns da doch mal vorbeisehen. Wenn da irgendwas wäre, dann wäre da eine Markierung. Meinst du? Aber die Shotgun hatte eine Markierung, oder? Ja. Die Pistole aber nicht. Oder? Ich hab keine Ahnung, Alter. Dieses orangene Boot, hatte das eine Markierung? Ich weiß es nicht. Ich geh mal kurz nach oben und check das. Wenn wir schon mal hier sind, Brudi, dann müssen wir es auch hier ein bisschen abchecken, you know? Egal, von da, wo du gerade hochkletterst, siehst du überhaupt nichts, ey. Wie geil das aussieht hier, ey. Oh, so geil, super nice. Guckt euch an, dieses geile Spiel. Checkt das Spiel auf jeden Fall ab. Instant Gaming, Muchachos. Instant Gaming, Instant Gaming. Digga, ich dachte gerade, wer hockt denn da? Guck mal hier, auf dem Boden. Zwei Schatten hier, guck mal. Wollen wir Schattenspielchen machen? Hm. Hallo. Warte mal. Ja, genau. Ja, warte. Ja. Warte. Ich muss jetzt auch noch anschauen. Warte, ja. Jetzt geh mal. Ja, geh auf die Knie, ja. Geh auf die Knie. Und jetzt schnell! Es wird dunkel! Deko, schnell! Hier zu mir gehen! Hi. Ja. Wie alt sind wir, ja? Ja. Die gute alte Bildungselite, ne? Ja. Ja, ich hoffe, der Fokus war auf den Schatten, ne? Yo! Wow! Alter! Was geht hier ab, Alter? Das sind sogar diese kleinen. Orgie reingekranzelt hier, ey. Digga, das sind diese kleinen Gollums, aber eiskalt mit Rüstung jetzt. Stimmt! Digga, was ist los mit denen? Yee! Bam in dein Gesicht, Brudi! Wo ist er hingesprungen? Der hockt hier immer noch, aber ist er tot? Ne. Hier hab ich einen. Ja! Ja, den hab ich down gemacht. So, fertig da jetzt? Ja, den lass ich am Leben. Ja, einen lass ich am Leben. Ja, aber nur einen. Ah, ist schon wieder einer. Ist wahrscheinlich immer noch der gleiche. Aua! Das war der, den du leben gelassen hast jetzt hier. Ja, natürlich. Ich muss immer einen am Leben lassen, damit er die Kunde weitergibt, weißt du? Ja, aber der ballert mich jetzt. Ja, lass ihn am Leben, dann muss die Kunde weitergeben. Oder sind so zwei krasse Leute, lass die bitte in Ruhe. Sie haben voll meinen Freunde zerstört. Eigentlich sieht das hier so aus, würde man hier ein bisschen schaufeln können. Ich schaufel die einfach mal, auch wenn da kein Zeichen ist, ey. Hier wird geschaufelt. Es sieht so aus, als könnte man hier eine gute Base bauen. Lol, man kann wirklich überall schaufeln. Das hat auch jemand geschrieben, dass man irgendwo auch so... Oh, lol, genau, ein bisschen Geld und so ein Scheiß ranholt. Also bei mir ist hier schon mal Geld. Toll. Ja, also haben ist besser als brauchen. Wenn du was Witziges findest, dann sag Bescheid, ne? Willst du nicht haben, oder wie? Willst du den Scheiß nicht haben? Ja, Geld brauche ich nicht. Dann nehme ich... Digga, Geld brauchst du nicht, ey. Wo lebst du denn? Digga, wir sind hier auf so einer komischen Mutanteninsel, Alter. Meinst du, kannst du einem Kannibalen irgendwie 3 Cent in die Hand drücken und dann macht er irgendwas? Natürlich! Natürlich nicht, Junge.
Ja, warum nicht? Kein Wunder, dass du nicht überlebensfähig bist. Immer weiter, ne? Wir sind dann in der Hölle. Digga, Alter, man sieht hier nichts. Da wollte ich natürlich rein. Nein! Rein. Oh, oh, oh! Oh! Oh, ho, ho. Unten, unten rechts, unten rechts. Digga, es ist schon wieder 17.35 Uhr. Das ist schon wieder, Sendung mit der Mauszeit. Digga, Marvin läuft da außen rum, ich rappel mich da hoch, ey. Ja, verschwende ruhig deinen Enterhaken, Brody. No problem. Ich kann oben wieder einsammeln, Junge. Das sehe ich noch nicht. Aber mach das. Bin gleich oben, Brody, ne? Du auch schon? Hallo? Aha. Okay, haben wir geklärt, ne? Bleibst du jetzt wirklich da unten? Nein, ich bin oben! Ich bin fast oben. Ich komme leider nicht, ich komm nicht ganz hoch. Warte. Hallo, Nico, ich bin oben. Hallo? Hallo? Ja, was machst du jetzt? Aber es hat funktioniert. Ja, dann viel Spaß da unten, ne? Oh, sieht schon wieder sehr schön aus. Nein, aber ich sehe nichts. Kannst du mich retten? Was soll ich denn machen? Warte, ich mach noch eine. Ich sehe aber auch nichts. Ich höre nur blub, blub. Okay, du ziehst dich irgendwie hoch. Oh! Ja gut, okay, du solltest vielleicht ein bisschen kalmer machen, hier ein bisschen ruhiger. Na. Digga, ich muss meine beiden Seile wieder kriegen, ey. Ich baue uns schon mal hier oben was auf, ja? Okay. Ich bin romantisch. Oh. Okay, ich kann es nicht einsammeln. Ich bin nicht schnell genug. Jetzt muss ich hier außen rum schwimmen, ey. Fick und, du hast was da, ja, verlegt, ne? Seilrutschen verlegt. Lebst du noch, oder? Knapp, aber ja. Okay, sehr gut. Ich muss jetzt da... Oh, fick, ist das dunkel, ey. Ja. Ich muss jetzt da hinten und meine Seilrutschen wieder einsammeln, ne? Das kannst du vergessen, die sind weg. Nee, sind die nicht. Okay, Muchachos, nächste Folge werden wir hoffentlich das nächste Rätsel lösen. Plus, wir werden wieder einen weiteren Punkt abgeiern und vielleicht gibt es da ja den Gleiter. Irgendwas Nices brauchen wir auf jeden Fall als nächstes. Also, Daumen rumballern. Dankeschön für euren Support. Bis dann, reingehauen. Ciao, ciao, Muchachos.